herzlich willkommen bei der Cyberex Wegetechnik. Ich heiße Ralf Moissin. Ich arbeite seit bereits vielen Jahren für die Cyberex Wegetechnik im technischen Support. In diesem Video möchte ich Ihnen die Cyberex WP251 kurz vorstellen und Ihnen zeigen, wie die Bedienung über das HMI-Panel erfolgt. Ich möchte Ihnen dies gerne anhand dieser Dosierapparatur zeigen. Das Dosiermodell besteht aus einem Vorratsbehälter, zwei Rüttelrinnen mit jeweils einer Dosierklappe, einem Wegebehälter mit einer Single-Point-Wegezelle und einer Entleerklappe. Die Wegezelle ist an der WP251 angeschlossen. Die Cyberex WP251 kommuniziert mit der CPU. An der CPU ist ein HMI-Panel angeschlossen. Auf dem HMI-Panel läuft das Ready-for-Use-Beispielprojekt aus dem Internet. Dieses kann man sich kostenlos aus dem Internet herunterladen. Bevor man eine Dosierung startet, muss die Cyberex WP251 zuerst justiert und die Dosiereinstellungen richtig vorgegeben werden. Die Justage der Cyberex WP251 erfolgt wie folgt. Man geht auf dem HMI-Panel auf den Button mit dem Gabelschlüssel, wählt den Button 1.0 Setup und danach den Button 1.1 Schnelljustage. Die Justage an der Cyberex WP251 wurde bereits durchgeführt. An dieser Stelle in dem Video möchte ich auf die Justage nicht näher eingehen. Es existiert schon ein Video auf YouTube für die Cyberex WP321. Auf dieses Video möchte ich Sie gerne verweisen. Die Justage der Cyberex WP321 und der Cyberex WP251 sind identisch. Die Einstellungen der wichtigsten Dosierparameter der Cyberex WP251 befinden sich in den folgenden Bildern. Man geht auf dem Hauptbild auf den Button mit dem Gabelschlüssel, wählt den Button 1.0 Setup und anschließend wählt man den Button 1.5 Sollwert, Toleranz und Materialparameter. In dem Bild 1.5.1 Sollwert, Summensollwert gibt man nun den Sollwert vor für die Dosierung. In meinem Fall gebe ich jetzt zum Beispiel als Dosierwert 100 Gramm vor. Nach der Eingabe des neuen Sollwerts muss man noch den Button mit dem Diskettensymbol betätigen. Damit wird der neue Sollwert zur Cyberex WP251 heruntergeschrieben. In dem Bild 152 Materialparameter gibt man hier zum Beispiel das Feinnachlaufgewicht oder das Feingewicht des Materials vor. In dem Bild 153 Toleranzparameter kann man die Toleranzgrenzen einstellen sowie die Nachdosierung aktivieren. Weitere wichtige Bilder für die Parametereinstellungen sind: man geht auf den Button mit dem Gabelschlüssel, wählt 1.0 Setup, dann 1.4 Systemparameter, 1.4.1 Regler Filterparameter. In diesem Bild kann unter anderem der Proportionalregler und der Feinstromregler eingestellt werden. In dem Bild 1.4.2 Geräteparameter kann man unter anderem die Dosierstartoption einstellen. In dem Bild 1.6 Schnittstellen 1.6.1 digitale Ein- und Ausgänge können hier die digitalen Ein- und Ausgänge definiert werden. In dem Bild 6.0 Eichüberprüfung und anschließend 6.1 Version und Geräteprüfung sieht der Eichbeamte alle wichtigen eichpflichtigen Einstellungen der Cyberex WP251. Nachdem nun alle wichtigen Parameter an der Cyberex WP251 eingestellt wurden, kann nun eine Dosierung gestartet werden. Dies kann man zum Beispiel machen, indem man in dem Startbild des HMI-Panels auf den Button Einzelwägung starten klickt. In diesem Video habe ich Ihnen nun gezeigt, wie man über das HMI-Panel eine Dosierung mit der Cyberex WP251 macht. Ich würde mich freuen, Sie in einem weiteren Cyberex-Video begrüßen zu dürfen. Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Siemens. Ingenuity for life.